Herzlich willkommen zu Mats Up Live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Moin Moin und herzlich willkommen zu Mats Up Live, der Blockhaus-Talkrunde aus dem Blockhaus in Eidelstedt, wo wir uns heute versammelt haben, um ein erneutes Begräbnis des HSV in sportlicher Hinsicht zu erleben, nämlich die 1:4 Niederlage, die relativ glimpflich ausgefallen ist beim FC Schalke 04 in Gelsenkirchen. Wir wollen über dieses erneute deprimierende Resultat reden heute mit den ehemaligen HSV-Spielern Klaus Zatschik. Herzlich willkommen, Klaus. Dankeschön. Und Jürgen Staas, auch dir herzlich willkommen, Staaski, dass ihr mit uns über diese Blamage sprechen wollt und dürft. Scholle ist an unserer Seite, wird eure Fragen eventuell aufnehmen. Und Scholle, du hast gesagt, eben so netterweise, der HSV steht tabellarisch in der Rückrunde noch besser da als in der Hinrunde tatsächlich. Es sind 4 Punkte, die sie noch holen müssten, um auch punktetechnisch besser zu sein am Ende. Aber im Moment sind sie noch Siebter und das ist also eine Rückrundentabelle. Ja. Nur. Und das ist besser als in der Hinrunde. Und ja, es passt zu der Situation, einen Punkt nur bis zu Europa zu haben. Und immer noch. Trotz allem, Vorführung. Ja, es ist schon hart. Es ist also halt, wir sind uns ja einig. Ja. Glaube ich alle. Klaus, du darfst mal beginnen damit. Wir sind doch wohl einig, dass die Niederlage noch glimpflich ausgefallen ist. So, das sehe ich auch so. Also ich bin immer noch so ein bisschen geschockt von der Leistung vom HSV. Es fing eigentlich so gut an, dass wir nach 4 Minuten, glaube ich, in Führung gegangen sind. Und ich glaube, der Ausgleich der Schalker fiel dann 5 Minuten später in der 9. Und Von da an ging es bergab. Von da ab ging es bergab. Ja, ich verstehe das nicht, dass man anfangs nicht konzentrierter ist, vor allem die Zweikämpfe, da bin ich so enttäuscht. Man geht so halbherzig in die Zweikämpfe rein und da denke ich an das zweite und dritte Tor der Schalker, dass man die Spieler zum Flanken kommen lässt und nicht energisch in die Zweikämpfe reingeht und die Flanke verhindert. Also da bin ich doch enttäuscht heute über den HSV. Staaski, wir sind alle irgendwie, warum auch immer, das kann ich gar nicht erklären, optimistischer an dieses Spiel herangegangen. Auch du, oder hast du mit so einem Spiel gerechnet? Nein, ich habe nicht mit so einem Spiel gerechnet. Dass das Spiel schwer wird, das war klar, weil Schalke muss auch punkten, musste punkten, aber das, was Klaus schon sagt, nach 5 Minuten 1-0 führen, das ist doch eine herrliche, herrliche Ausgangsposition. Aber dann die Art und Weise, wie wir uns dann haben da die Tore eingefangen, das geht einfach nicht. Und für mich ist es einfach so, das geht im Grunde durch zu viele Spiele, vor allem auch in der Rückrunde, durch zu viele Spiele, durch passives Abwehrverhalten, zu weit weg vom Mann stehen. 2-3 Mann auf einem Gegner drauf, aber sie kriegen den Ball nicht. Und das hat im Grunde in Hannover angefangen mit diesem 5-1, wo Hannover nach 48 Stunden gegen uns wieder spielen musste. Und so haben wir das immer wieder gesehen. Und aufgrund der letzten beiden Siege waren wir einfach, auch ich, optimistisch, dass da was gehen kann und dass wir endlich mal den Sprung machen, um zu sagen, jetzt bestimmen wir, ob wir das schaffen oder nicht. Wir laufen ja jetzt wieder hinter der Musik her. Ja, also du als Torwart, muss man mal sagen, du hast bestimmt auch gesehen, dass René Adler 4-5 Mal noch ein weiteres Gegentor vereitelt hat. Sonst wäre das ja ein Spiel der Kategorie Hannover und auch Bayern München gewesen. Ja, das ist einfach so. René Adler, okay, nächste Woche müssen wir auf ihn verzichten wegen der 5. gelben Karte. Aber René Adler hat uns in dieser Saison genug Punkte gerettet. Und so viele Bälle gehalten, da wäre es in einigen Spielen also wirklich bitter geworden. Aber er hat uns so viele Punkte gerettet, dass wir überhaupt da oben stehen. Und an René Adler, der muss sich ärgern, einfach wie seine Vorderleute ihn dann im Regen stehen lassen. Ja, da wird er sich sicherlich drüber ärgern. Klaus, mir geht das viel zu einfach. Also ich habe geschrieben, wie eine Bubi-Truppe wird diese HSV-Defensive auseinandergespielt. Ist es nicht dir auch zu
leicht, wie das alles passiert, wie der Gegner mit einem Lied auf den Lippen an den HSV-Gegenspieler vorbeigeht. Da ist doch kein körperlicher Einsatz, da ist mal kein Dagegenhalten. Das wird alles so nonchalant hingenommen, als wenn das gar nichts ist. Ja, das verstehe ich nicht. Das heute, es ging heute um so viel in diesem Spiel. Und dass da der Einsatz nicht da ist, der nötige Einsatz bei den Zweikämpfen und auch von der Laufbereitschaft dann, wenn ich an das dritte Tor sehe oder denke, da stehen an der Eckfahne fast drei HSVer und der Schalker mogelt sich durch und einer geht halbherzig hinter dem Schalker her und die anderen bleiben einfach stehen. Ja. Beim dritten Tor, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Da würde ich in die Luft gehen als Trainer. Ja. Kein Einsatz, nix und ich verstehe das alles nicht. Ja. Weil man das vielleicht auch mal ein bisschen sezieren muss. Es ist ja jetzt nicht immer so, dass man sagt, die Abwehr an sich, sondern ein Thema, finde ich, heute ist tatsächlich auch wieder ein Heiko Westermann. Der gerade in dem Moment, habe ich auch bei Facebook geschrieben, wo wir ihn loben, dass er so viele Zweikämpfe gewonnen hat, ja, ne, und wirklich hinten noch ein bisschen heraussticht, macht er sein Nickerchen. Macht er beim dritten Tor sein Nickerchen und läuft dann zu spät hinterher und damit war die Situation. Trotz allem ist das, glaube ich, noch so der kleine Turm, um es mal vorsichtig zu formulieren, der kleine Turm, den wir da hinten haben. Ansonsten wackelt es doch sehr, oder? Ja, ich weiß es nicht. Es wackelt fürchterlich. Es wackelt fürchterlich und was ich nicht verstehe, ist unser Zweikampfverhalten von den Mittelfeldspielern und den Abwehrspielern. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr geübt wird, ob es im Training zu keinen Zweikämpfen kommt. Es knallt ja da nicht mal. Das ja, ist aber, das. Also aber es das geht gehört ja doch dazu. Keiner mal richtig drauf, sodass man das da sagen kann, Mensch, da fliegen aber heute die Fetzen. Also gelegentlich haben wir das beim Training, aber heute habe ich nichts gesehen, dass da mal einer reingeht und man dem Gegner auch auf die Socken geht oder sagt, hier sind wir und wir verteidigen unser Tor. Aber die werden alle eingeladen. Aber das ist doch nicht heute das erste Mal. Nee, das natürlich zieht sich nicht. Doch, das zieht sich doch wie ein roter Faden durch die Saison. Zwei, drei Spiele haben wir gehabt und da muss ich immer wieder die beiden Dortmund-Spiele rausnehmen. Aus irgendeinem Grunde hat es da gepasst und da geklappt. Aber entweder war das die Ausnahme, weil Dortmund sich zurückgenommen hat, oder wir haben in dem Spiel wirklich alles das, was wir im Kopf hatten und alles das, was wir irgendwann mal auch auf dem Platz geübt haben, da reingelegt, weil in diesem Spiel hat es geklappt. Und in vielen, vielen Spielen klappt es eben nicht. Selbst das Spiel zum Schluss gegen Düsseldorf zu Hause, da gab es auch genug Situationen, wo die am 16er spielen konnten. Und wir stehen nur dabei. Wir sind zwar genug Leute da, wir stehen nur dabei. Ja, das ist nur Begleitschutz. Aber wo du gerade die Dortmund-Spiele ansprichst, also da habe ich immer im Hinterkopf Marcel Janssens Aussage nach dem zweiten Sieg des HSV 4-1 in Dortmund. Da hat er gesagt, wir wussten von vornherein, Dortmund läuft 90 Minuten lang jeden Gegner in Grund und Boden. Deswegen waren wir uns klar, wenn wir nicht auch 90 Minuten die versuchen, in Grund und Boden zu laufen und so dagegen zu halten, gehen wir hier unter. Und da habe ich daraus gezogen, Quintessenz war, warum spielt der HSV nicht immer so wie Dortmund? Nicht nur, wenn sie gegen Dortmund spielen, sondern dass sie 90 Minuten rennen, rauf, runter und rasen und grätschen und so. Aber das machen sie nur gegen Dortmund wahrscheinlich. Ne? Scholle, nun aber, du hast das Training gesehen, ich habe es auch gesehen diese Woche. Das Training war gut, das muss man das wirklich sagen. Das war für mich sogar außergewöhnlich, sodass ich mich dazu habe hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, ich habe es auch geschrieben, der HSV wird auf Schalke nicht verlieren. Mhm. Hättest du eine solche Leistung nach diesem Training in dieser Woche für möglich gehalten? Jein, eigentlich nicht. Also natürlich, nach dem Training hätte man durchaus optimistischer sein können. Waren wir ja auch. Fand ich auch gar nicht zu Unrecht. Dann geht es gut los. Wir führen 1-0. Schnelles Tor. Man denkt, okay, das gibt vielleicht jetzt ein bisschen Sicherheit, weil genau das fehlt dieser Mannschaft. Ich finde, dass diese Mannschaft einfach insgesamt in sich komplett fragil ist. Also da ist weder die Führung oben ist da, noch der Rückhalt, wenn es mal nicht so gut läuft, dass dann jemand kommt und das Kommando gibt oder Leute sich an den hochziehen. Also man sagt es immer Van der Vaart, aber ein Van der Vaart hat auch noch nicht seine beste Saison gespielt bisher, auch trotz der Tore und der Vorbereitung, die er zuletzt hatte. Trotz allem fehlt da was. Und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft, genau deswegen wurde auch von oben, was ich nicht falsch fand im Nachhinein, das Thema Europa immer vermieden. Weil gesagt wurde, wenn wir das Thema Europa aufmachen, ist es okay eigentlich. Aber diese Mannschaft kann damit nicht umgehen. Und wie man sieht, nicht nur an den Spielen, die immer dann geführt werden, wenn es da hingehen könnte. Es ist ja tatsächlich so. Die Mannschaft bricht in sich zusammen und das Spiel heute hat es ja mal wieder bewiesen. Das war wie im Westen nichts Neues. Im Westen nichts wenn der Neues. HSV
gefordert ist, ja, mal nachzulegen oder vorzulegen. Wenn die ganze Konkurrenz für den HSV spielt, dann spielt der HSV garantiert nicht für den HSV, sondern versagt. Ich möchte aber was zum Training sagen. Ich gucke mir das Training selten an, ihr seid öfter da. Aber es ist halt so, wenn man von anderen Mannschaften hört. Kollege Scholl hat da so ein paar Aussagen getroffen, da ist ein Trainingsspiel wie ein Meisterschaftsspiel. 11 gegen 11. Und das scheint bei uns nicht der Fall zu sein. Sie scheinen da auch so zu agieren, dass sie dem Gegner oder die eine Mannschaft lässt der anderen Mannschaft so viel Raum, dass sie spielen können, und dann sieht das gut aus. Und da fehlt irgendwas. Da fehlt irgendwas, das was im Training schon erarbeitet wird. Klaus, aber jetzt ist es so, das hat Scholle eben angesprochen, du gehst nach 4 Minuten 1-0 in Führung, in einem so lebensnotwendigen Spiel. Und das spielte so in die Karten. Und dann kommt der erste Sturm und alles Sturm, das war ja ein Hauch von Lüftchen. Das war der erste Angriff, den Schalke zustande gebracht hat. Und dann steht das gleich 1-1, die ganze Mannschaft kippt aus den Latschen. Wie kannst du dir das erklären? Also das ist doch eigentlich, so stellt man sich als Trainer oder auch als Spieler einen Start in ein so wichtiges Spiel doch vor. Ja, deshalb verstehe ich das nicht, dass man die Schalker Spieler so leichtfertig zu Torchancen kommen ließ und wie gesagt auch zu Toren. Es fehlt irgendwo die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen, dass ich unbedingt den Zweikampf gewinnen will, ohne Foul zu machen. Und das ist nicht da. Man resigniert zu früh, man lässt den gegnerischen Spieler dann einfach laufen und geht nicht mit dem nötigen Einsatz hin, um die Flanke zu verteidigen. Heute sind wie viele Tore von außen gefallen? Ich glaube, 3 Tore oder sogar alle 4. Naja gut, durch die Duelle direkt Mann gegen Mann, ja, wo die Hamburger den Gegenspieler haben laufen lassen. Allein das ist schon blamabel genug. Ja. Aber ich denke, dass auch eine gewisse Kompaktheit fehlt. Also wenn eine Mannschaft schon 1-0 führt, dann kann sie doch nicht weiter einfach nur alles nur nach vorne rasen lassen. Ja. Und Schalke hat den HSV ja mehrfach bilderbuchartig ausgekontert. Ja. Ne? Also ja. Wie der Jürgen schon sagt, das läuft durch die ganze Saison. Dass man eben fehlt da ein Spieler, der das Kommando gibt oder Der mal sagt so, jetzt tritt mal auf die Bremse und du rast ihn nur nach vorne. Ich glaube, dass solche Spieler brauchst du, die wo alle aber auch drauf hören. Und das ist, weiß ich eben nicht, ob diese jungen, talentierten oder nicht so talentierten Spieler wirklich auf erfahrene Spieler hören oder der Meinung sind, sie können und wissen vieles besser und sie wissen es nicht besser. Es gibt ja auch bei der HSV-Mannschaft so ein paar Beispiele, die dann nicht gerade lobenswert sind, die sehr talentiert sind, aber sich selber im Wege stehen und dann auch auf ältere Spieler nicht hören würden. Die würden ihr Ding durchziehen und da meine ich, das glaube ich einfach, da sind ein paar Spieler dabei und was mir, es bringt mich immer wieder auf die Palme, wir haben vorhin mal die Statistik geguckt, Adler hat wieder 49 Ballkontakte gehabt, davon waren in der ersten Halbzeit wahrscheinlich 30, wo der Mancini zurückgespielt hat. Und das sind Sachen, in der zweiten Halbzeit wurde das dann abgestellt. Wahrscheinlich hat der Trainer das auch gesehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde in der zweiten Halbzeit zum Adler nicht mehr so viel zurückgespielt. Aber das sind Sachen, das muss der Spieler für sich auch üben. Das muss der Spieler im Training machen wollen. Das muss er auch ins Spiel mitnehmen. Wenn ich einen Ball habe, erstmal nach vorne gucken, erstmal auf die Seite gucken, nach vorne gucken und den Weg nach vorne finden und nicht immer wieder, weil dieses hintenrum Geeiere, das ist einfach, das schläfert dich ein. Ja. Also einschläfern ist das Stichwort. Klaus, nach vorne hat der HSV zweite Halbzeit überhaupt nicht zustande gebracht. Ich glaube, 90. Minute war der erste Torschuss. Ja. Wie kann man sich das erklären? Also ist die Offensive einfach zu schlecht? Zum Schluss hat er ja die letzte halbe Stunde hat er ja noch Rudnevs und Son da vorne aufgeboten. Also, und trotz dieser Tatsache, dass dann nur 2 spielten vorne, keine Torgefahr, 0. Ja, also mir gefällt sowieso eigentlich, das zieht sich durch die ganze Saison, dass die HSVer von der Laufbereitschaft zu wenig bringen. Es ist der Ballführende, der hat manchmal nicht eine Anspielmöglichkeit. Die Spieler verstecken sich, es bietet sich keiner an. Das zieht sich halt durch die ganze Saison. Jedes, was weiß ich, da sind manchmal gute Spiele, aber wie gesagt, in der ganzen Saison über vielleicht über 90 Minuten habe ich nur 4-5 Spiele gesehen, dass die Mannschaft imstande ist, auf das gegnerische Tor mal Druck auszuüben.
Und in den anderen Spielen ist mehr Standfußball als Bewegung im Spiel. Ich würde einmal ganz kurz, weil wir statistisch da auch ganz gute Belege haben, also der Unterschied heute zwischen Schalke und dem HSV war mindestens 4-1. Da sind wir uns alle einig. So, wenn man die Statistiken nimmt, dann ist es alles ganz, ganz nah beieinander. Der HSV hat von den Laufwegen her 1 Kilometer insgesamt weniger nur als Schalke. Ja. Hat 51% hat Schalke Ballbesitz, 49% der HSV. Also es ist alles ganz, ganz nah beieinander. Da ist also nicht viel Unterschied. Auch bei den Zweikämpfen gewonnen, verloren, Passspiel und dergleichen. Also man sieht, es fehlt auch Klasse. Also es ist jetzt nicht allein dieser körperliche Einsatz, der immer wieder fehlt, der bei den entscheidenden Szenen auch fehlt, weil das muss ja dann passiert sein, dass in den entscheidenden Momenten der Zweikampf verloren wurde, weil sonst fängt man nicht viel Gegentor. Aber es fehlt auch eine gewisse Klasse im Spiel. Und da wird mir immer noch, auch vom Trainer, immer noch zu viel Positives gesprochen. Das ist immer wieder, wir haben die Klasse, wir haben den Ballbesitz, wir können den Ball zirkulieren lassen. Und ja, können sie, aber er geht dann auch nach hinten. Auch ein bisschen stark reden. Aber hast du die letzten 20 Minuten gesehen? Wo haben wir da den Ball zirkulieren lassen? In der eigenen Hälfte und dann immer wieder zurück. Da wurde kein Ball nach vorne, da wurde nicht nach vorne gespielt, nachgegangen. Wenn du nach vorne gespielt hast, dann wurde er hingespielt, dann wurde er angenommen, dann wurde wieder zurückgespielt und dann wurde es wieder. Das war, auch wenn ich 4-1 hinten liege, ich kann das 4-2 machen, ich kann das 4-3 machen, aber das war einfach, ja, hoffentlich verlieren wir nicht noch 6-1. Das war so das Gefühl und den Ball mal bei uns lassen. Du hast es vorhin auch richtig gesagt, du sprachst von einem Plan, den du nicht siehst. Den sehe ich nicht. Ich sehe ihn nicht. Okay, ich will nicht anfangen, was wir diese Woche alle gesehen haben, bei Bayern München und bei Borussia Dortmund. Davon will ich gar nicht anfangen. Aber das ist Fußball von einem anderen Stern. Ja, ne? Davon will ich nicht anfangen. Nee, bitte nicht. Aber in diese Richtung muss es doch gehen. Es muss doch mit einem anfangen, dass das Spielfeld klein gemacht wird. Das heißt, meine Abwehr rückt auf, mein Mittelfeld steht kompakt und vorne die zwei oder drei, die greifen an und setzen den Gegner da unter Druck. Und bei uns liegt das alles so weit auseinander. Und dadurch haben die Gegner immer wieder Räume, wo sie erstmal reinlaufen können, reinspielen können und gehen von da aus weiter. Und wir sind da, weil wir so weit auseinander stehen, sind wir zwar da, aber wir sind nicht dran. Und wenn nicht alle dran sind und einer zum Gegner drauf geht und die anderen nachgehen, dann kommst du in keinen richtigen Zweikampf rein. Und so sieht das bei uns auch gegen Mannschaften aus. Jetzt nehmen wir mal die Spiele zu Hause oder die drei Spiele. Greuther Fürth, Freiburg, Augsburg und du kannst selbst, Düsseldorf. Düsseldorf nehmen. Die hatten auch Situationen, wo sie vorm 16er noch direkt kombinieren konnten und wir standen nur dabei. Ja. Und das ist gegen eine Mannschaft mit so Spielern wie Draxler und auch wie Huntelaar oder wie Bastos, da ist es tödlich. Ja, Klaus, aber dann muss man doch sagen, ist der HSV auch in der Defensive falsch aufgestellt. Wenn ich nur an das 2-1 denke, wo Draxler den Ball da im Strafraum gegen 4 Leute, es waren Aslan, es war Westermann, es war Salah und Schellbrett. Alle kommen nicht an den Ball und das 2-1 fällt, weil Draxler den Ball schön zur Mitte legen kann. Dann fehlt doch da auch einer, der mal kräftig dazwischen langt. Oder vermisst du faul, so einen nicht? Faul soll ja keiner faul nicht sein. Aber es fehlt der letzte Einsatz, den Zweikampf gewinnen zu wollen. Der Wille fehlt. Ja. Der Wille, den Zweikampf zu gewinnen. Ja. So. Und den habe ich heute nun gar nicht gesehen. Bei fast allen Spielern, die den Zweikampf gewinnen wollen. Wir sind Überzahl, der geht die Schalke und wir schaffen das immer noch nicht, den Ball zu erobern vom Schalker Spieler. Das verstehe ich nicht. Ja. Du warst in deiner Zeit beim HSV und auch in Nürnberg und beim KSC ein Antreiber. Ne? Du hast den Ball nach vorne geschleppt und hast deine Leute bedient. Würde das heute in dieser HSV-Mannschaft auch klappen oder würdest du mit deinem Latein schnell am Ende sein, weil du gar keinen findest? Ja, also da hätte ich vielleicht heute auch Probleme, wenn ich den Ball führen würde und ich sehe keine Bewegung. Alle verstecken sich und wollen den Ball nicht haben. Das ist ja das. Ich habe beim HSV-Training noch nie zugeschaut. Aber ich verstehe das nicht. Die Bälle, die Spieler HSV fordern auch gar nicht den Ball. Die bleiben einfach stehen. Aus der Bewegung den Ball fordern. Ich weiß nicht, wie der HSV, ob der Ball im Mittelpunkt ist beim Training oder ob da andere Übungen gemacht werden. Nein. Ich denke da zum Beispiel an unsere Zeiten, wenn wir 7-7 gespielt haben ohne Torwart. Ja. Und wir haben ohne Torwart. Ende der Woche auch gemacht. Oder 8-8 oder 5-5 mit einem Ballkontakt. Da bin ich gezwungen, Übernahme zweimal, zwei Ballkontakte. Da bin ich gezwungen,
dem Ballführenden zu helfen, hinzugehen. Ich sehe das beim HSV nicht, in der Mannschaft, dass sie den Ball fordern. Wenn ich da die Bayern sehe, die haben ja 5, 6 Anspielmöglichkeiten, der Ballführende. Und bei uns muss man froh sein, wenn der Ballführende einen findet, der sagt, komm, ich will den Ball. Ja. So, ob also die jetzt gebunden sind, auf ihren Positionen zu bleiben, oder ich weiß das nicht. Ja. Also ich muss da mal eine kleine Spinne wegmachen. Das Ergebnis sind dann die vielen Rückpässe. Das Ergebnis sind die vielen Rück- und Querpässe. Ja. Da werden Bälle gespielt auf 5 Meter. Der dreht sich gar nicht um, der spielt gleich wieder zurück. Der ist der Ball wieder da, wo er vorher war. Oder wie oft haben wir es jetzt zu dem Adler dann zurück? Und der muss ihn dann lang nach vorne bolzen. Ne? Der Abwehrspieler kommt mit dem Ball und sieht keine Bewegung. Mittelfeld bietet sich keiner an, in der Spitze sowieso nicht. So, irgendwann haut er vielleicht das Ding ganz nach vorne, der Ball ist wieder beim Gegner und wir müssen wieder hinterherlaufen und das kostet Kraft. Womit wir vielleicht auch ein kleines Problem haben, ist mit dem Nachrücken. Wenn der Ball dann nach vorne gehauen wird, dass man vielleicht sich mal auch um den zweiten Ball bemüht. Aber ich sehe auch das Nachrücken nicht unbedingt, dass das klappt. Und wenn du vorhin Dortmund und Bayern angesprochen hast, also jeder darf mal ganz beruhigt mal den Dortmunder Spielaufbau beobachten. Was da alles und wer da alles in Bewegung ist und mitmarschiert. Der Ball wird rechts nach vorne gespielt und links laufen sie wie die Hasen. Damit die laufen auch 30 Mal umsonst. Ja. Aber die sind auch 30 Mal wie die Hasen bei Ballverlust wieder hinten. Und das fehlt mir bei diesem HSV. Beim HSV da gebe ich dir recht. Das fehlt mir auch. Und da müssen wir nicht Bayern nehmen. Da gibt es genug Mannschaften, die... Ja, auch Augsburg macht das. Sogar Greuther Fürth macht das. Ja. Und hier wird alles nur so pomadig gespielt. Also das bringt mich zur Weißglut. Wirklich, das muss ich sagen. Es fehlt die Bereitschaft, auch mal einen Weg in Anführungsstrichen umsonst zu machen. Wobei der Weg umsonst ja eigentlich nie umsonst ist, weil dadurch, dass ich da laufe, mache ich ja einen Raum. Also ich nehme einen Abwehrspieler mit. Scholle, es gibt keine Wege umsonst. Ja, ohne Ball. Es gibt einfach den Weg und ich will den Weg machen, weil ich weiß, das ist für unser Spiel gut. Wenn ich so den Weg mache, ist irgendwo da schon mal Bewegung und woanders wird auch Bewegung sein. Und dadurch Der Gegner muss das mitmachen und kann sich nicht ausruhen, es sei denn, der Gegner guckt zu und ich stehe da mutterseelen allein auf der anderen Seite und ich brauche nur den Ball noch zu fordern und zu bekommen. Also ich habe dann neulich mal auf den Kollegen Schmelzer von Dortmund hinten links geachtet, der noch in der 90. Minute beim ganz knappen Spielstand, nicht jetzt gegen Real Madrid, nach vorne marschiert ist. Und ich habe gesagt, ist der nicht ganz klar im Kopf? Das ist sein der, Spiel. Der rast dann noch mit rauf, du. Aber der war auch blitzschnell wieder hinten. Und das, solche Leute, tut mir leid, sehe ich nicht. Ne? Also obwohl ich sage heute... Der Jacopo Sala, der hinten rechts spielen musste, der hat mir eigentlich nach vorne hin eigentlich ganz gut gefallen. Hinten hat er auch ausgesehen. Macht dann auch, er ist ja kein auch rechter Verteidiger. Aber Zweikämpfe musst du doch auch gewinnen. Ja gut, aber das jetzt ist nicht unbedingt die Stärke des rechten Verteidigers. Jetzt kannst du sagen, der Draxler ist so gut, der wird nicht mehr lange bei Schalke spielen, der ist vielleicht woanders, der ist Nationalspieler. Aber der ist 20 Jahre oder 19 Jahre alt, der ist auch noch ganz jung. Und so einen muss ich doch verteidigen können. Ja. Das ist für mich ist das alles so ein bisschen, das sind immer wieder Alibis oder Entschuldigungen. Hallo, das sind die trainieren 5, 6 Mal die Woche, die sollen fit sein, haben ein Auge für Situationen, müssen sie auch Zweikämpfe gestalten. Und wie gesagt, dieses Engmachen des Spielfeldes, damit du eben schnell in die Zweikämpfe reinkommst. Ziehharmonika, vor und zurück. Ja, ja. Aber das ist das. Vor und zurück. Bei uns den Abstand vom ersten bis zum letzten 30 Meter. Ja. Das muss vor und zurück. Das haben auch früher einige Trainer beim HSV durchaus trainieren lassen, dass man Tore nur erzielen kann, wenn die ganze Mannschaft in der gegnerischen Hälfte ist, im Training. Aber da war dann Bewegung, alle mussten raus. Wenn der Ball vorher im Tor lag, zählte das Tor nicht. Aber also, das brauchst du doch nicht. Das kannst du ja alles trainieren. Aber das brauchst du nicht. Das sind schöne Spielchen. Aber dieses das Spielfeld eng machen, das muss in den Köpfen drin sein. Das muss, wenn ich Profi bin, ich beschäftige mich mit nichts anderem als mit Fußball. Ich gucke jede Menge Fußball. Ich kriege jede Menge Analysen. Und nochmal wird dann, müssen wir erstmal gucken, was da gewesen ist. Da wird jedes Spiel nochmal auseinandergenommen. Da muss es doch irgendwann mal in meinen Kopf, in meinen Körper rein. Wo der gute, moderne oder der,
der auch der zweikampfstarke Fußball anfängt und was dann was wichtig ist für jede Mannschaft. Ja. Ich bin enttäuscht heute. Ich bin fürchterlich enttäuscht. Ich habe so einen Hals. Aber Klaus, ja. Raphael van der Vaart, gestern Training abgebrochen, kurz vor Trainingsende. Dann hat er heute in meinen Augen so gespielt wie Messi zuletzt gegen den FC Bayern. Er war im Prinzip nicht zu sehen. Lag das nur als Ferndiagnose, lag das mehr an der Verletzung, dass ihm vielleicht auch so im Hinterkopf durch den Kopf spielte, wenn ich jetzt einmal antrete, dann reiß vielleicht ein Muskel und dann bin ich ganz weg bis zum Saisonende. Oder war das eigentlich auch symptomatisch für seine Saison, dass er einfach nicht so richtig in die Hufe kommt? Also ich glaube schon, dass das Auswirkungen gehabt hat bei ihm, dass er doch im Hinterkopf diese Verletzung hat. Ich nehme an, dass es eine Oberschenkelverkrampfung ist, dass er Angst gehabt hat. Es reißt vielleicht noch mehr ein. Also ich glaube schon, dass er sich aus dem Grund etwas zurückgehalten hat. Und wenn es heute eingerissen wäre, dann hätte er die letzten drei Spiele, wäre die Saison beendet gewesen. Es lief ja allgemein auch nicht mehr beim HSV in der Mannschaft. Er alleine hätte jetzt, wenn er fit gewesen wäre, auch nicht viel mehr bewirken können. Da müssen schon 4, 5 Spieler da sein, die dann sagen, so, die Ärmel hochkrempeln und sagen, aber wir wollen mehr erreichen. Die Kollegen von der Bild haben ihn, glaube ich, zum Captain Sieg gemacht. Also es war ja eine Wende schon da, eigentlich mit 2 Siegen, nachdem Van der Vaart Kapitän geworden war. Stell dir mal Düsseldorf vor, da spielst du 2-2. Wenn du Pech hast, verlierst du 3-2 die letzten 5 Minuten. Du hast die 2 Kopfbälle noch vor dir. Oh ja. Ja? Also der eine, der da oben knapp vorbeigeht und der andere gegen die Unterkante Latte und dem Adler auf dem Arm. Ja. Da geht das 2-2 gegen den wahrscheinlich fast Absteiger. Ja. Die sind ja jetzt auch in der Bredouille. Natürlich. Bei denen geht es jetzt auch in der Rückrunde ging es fürchterlich bergab und die spielen jetzt um die Relegation. Trotzdem klammert man sich doch als Mannschaft auch an einen Kapitän, wenn man zweimal jetzt gewonnen hat und gerade wenn der Name Van der Vaart dahinter steht. Aber wir haben doch gesehen, als das 1-1 fiel, alle. Ja. Ja, und dann fiel das 2-1 und da war es ganz vorbei. Die ersten bis zum 1-1. Haben wir das Spiel ja gar nicht so schlecht bestimmt, finde ich. Wir haben den Ball laufen lassen. 10 Minuten. Ja, 10 Minuten. Und dann ist es so wirklich, also in unserer Redaktion hing jahrelang ein Zeitungsartikel, wo Walter Frosch gesagt hat, beim ersten Sturm kippen sie alle um. Also genau daran habe ich heute immer wieder gedacht, weil alle lagen am Boden und sind nicht wieder aufgestanden. Also von da an konntest du das Spiel eigentlich vergessen, weil der HSV hat sich aufgegeben. Also ich habe nichts mehr gesehen, was da noch dann so funktionierte, dass man die Hoffnung haben konnte. Auch nach der Pause kam ja, also wenn man bedenkt, ich hoffe und ich denke auch mal so, dass Thorsten Fink da zur Halbzeit eine dementsprechende Predigt hat folgen lassen. Aber es hat sich ja nichts gebessert. Im Gegenteil, es ist viel schlimmer geworden. Wie eigentlich auch im Düsseldorf-Spiel war ja auch kaum noch was nach vorne. Und hier war heute gar nichts mehr nach vorne. Zweite Halbzeit war gar nichts mehr. Also, und Klaus, deswegen international sollte der HSV dankbar sein, dass er heute verloren hat, weil du kannst dich nur blamieren, ne? Ja, also mit der Spielweise wie heute, da ist kein Blumentopf zu gewinnen. Also ohne Einsatz, ich komme immer wieder auf die Lauf, das gehört dazu, Laufbereitschaft, sich anbieten, Zweikämpfe gewinnen, gegenseitig helfen, die Zweikämpfe gewinnen wollen, das habe ich. Also wenn ich an die Situation beim dritten Schalker Tor sehe, wo wir zu dritt an der Eckfahne fast stehen, der mauschelt sich durch, der eine Schalker, einer verfolgt ihn so halbwegs noch, bleibt auch stehen und der kommt die Flanke zum Hunteler, der macht das 3-1. Da geht mir der Hut hoch. Ist das nicht zu fassen? Oder glaubst du, dass es auch einfach eine gewisse Qualität ist, die nicht vorhanden ist? Also nee, dass der Wille da ist an sich. Erste, was ich mache, wenn ich ins Spiel reingehe, dass ich kämpfe, dass ich versuche, die Zweikämpfe zu gewinnen, dass ich meinem Nebenmann helfe, wenn er in Bedrängnis ist, dass ich den Ball fordere. All diese ganz einfachen Dinge, die sehe ich nicht. Ich höre immer nur von System. Ich kann mich erinnern, der Norweger, der Schellbrenn, der ist mal reingekommen in die Mannschaft, hat 3 gute Spiele gemacht. Und dann habe ich gelesen, der spielt im 4. Spiel nicht, weil er nicht ins System passt. Einer, der zu der Zeit laufstark war, der die Bälle gefordert hat.
das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich stelle erstmal die Spieler auf, die wirklich bereit sind zu kämpfen und zu laufen. Was fehlt denn dem HSV? Was fehlt denn dem HSV, um nächstes Jahr mit einer Mannschaft an den Start zu gehen, wo man sagen kann, okay... Dieses Jahr, aber nächste Saison. Entschuldigung, nächste Saison, dieses Jahr, richtig. Dass man optimistischer sein kann. Also ich habe im Blog geschrieben, dass es bei meiner Meinung nach in allen Mannschaftsteilen tatsächlich der Fall ist. Also bis auf die Torwartposition. Torwartposition, ansonsten brauchen wir nicht drüber zu reden. Die ist in der Viererkette. Die ist zentral defensiv, zentral offensiv, zentral rechts. Du hast in der Viererkette innen hast du deine Probleme. Weil ich bin mit den... Auch außen, Entschuldigung. Und rechte Außenverteidiger hast du keinen richtigen hinten dran. Dann hast du zwar im zentralen Mittelfeld mit dem Bade einen, der eine sehr gute, als er kam, eine sehr gute Phase hatte. Seit der Rückrunde ist das eher schwach. Und nach vorne, ja, Raphael ab und zu. Über außen, ja, da kommt der Jansen mal, dass er, wenn er dann mitkommt, das macht er ja vernünftig, das muss ja, man ja sagen. Also wenn er dann mit nach vorne geht, das ist meistens was Vernünftiges und da kommt auch des Öfteren was bei raus. Aber mir fehlt, im Moment fehlt mir auch bei beiden Stürmern was, es tut mir leid. Also, ja, also das habe ich gerade geschrieben. Sonny ist ein ganz junger Mann, ja. Der braucht noch seine Zeit. Rudnevs ist einer für mich. Der sieht dann gut aus, wenn die Bälle von außen kommen und er in die Dinger reingehen kann. Er ist kein Filigrantechniker, er ist auch keiner, der in der Luft viel macht oder einen Ball auflegen kann. Bewegt sich, geht zur Sache. Dafür müssen die Bälle aber kommen, damit er reingehen kann in das Ding. Und dann sieht er gut aus. Ja. Aber wir kommen einfach mit unserer Spielweise nicht dahin, dass wir... auch über beide Seiten und immer mal abwechseln und die Außen frei kriegen, damit sie eine gezielte Flanke reinschlagen. Also geht was über links, aber über rechts sehe ich selten mal was. Ja. Son, da möchte ich nochmal Klaus zu fragen, man sagt das immer, Starski hat das jetzt auch gesagt, der ist so jung und der sollte noch bleiben. Mensch, der ist 20 und Messi war mit 20 schon ein Weltfußballer und Götze ist 20 und wird jetzt für 37 Millionen zu den Bayern. Also ich vermag das nicht zu sagen, dass der bleiben soll, weil er sich beim HSV noch entwickeln soll. Also was würdest du ihm raten? Dem Son persönlich? Ja. Ja, das muss er jetzt entscheiden. Ich weiß nicht, er hat ja schon mehrere Angebote und... gut, Van der Vaart sagt, Ausland ist noch zu früh. Auf der anderen Seite, ihm fehlt auch die Konstanz, das vermisse ich bei ihm auch. Ne? Ja. Er macht ein überragendes Spiel, schießt 2 Tore, dann siehst du ihn die nächsten 4 Spiele aber auch gar nicht. Ja. Es gibt kein Befriedigung bei ihm, entweder ist er sehr gut oder ist sehr schlecht. Ja. Also irgendwo als das Mittelfass. Als wenn du den Blog gelesen hast. Wie? Den Blog? Das habe ich heute geschrieben. Ja. Als wenn ich gelesen hätte. Es irgendwo, ja. Es muss doch auch irgendwo das, aber dann siehst du ihn auch im Spiel nicht. Ja. Ne? Also ich muss dazu sagen, mir hat er diese Woche im Training unheimlich imponiert. Der Mann hat viel gelernt, der junge Mann hat unheimlich viel gelernt schon beim HSV und er wird seinen Weg gehen. Der wird auch ein Bombenstürmer werden, ganz sicher, bei einem ganz großen Verein. Davon bin ich auch restlos überzeugt. Und also ich würde sagen, schnell verkaufen. Der HSV hätte da was von, nämlich wenn es einen zweistelligen Millionenbetrag gibt, wäre der HSV in der Lage, auch 1 oder 2 Spieler wieder einzukaufen. Und Son wäre dann in der Lage, bei einem großen Verein groß herauszukommen. Und ich sage jedem, er wird groß herauskommen. So, wir sind am Ende. Und ich danke dir, Klaus, ich danke dir, ja, Starski, Scholle auch. Man kann nur hoffen, dass der HSV die letzten 3 Spiele ordentlich über die Bühne bringt. Noch ist nichts verloren, auch wenn so ein 1:4, ein gefühltes 1:8 für mich, natürlich wieder Spuren hinterlassen wird. Die Mannschaft muss eine Woche lang jetzt wieder aufgebaut werden. Aber es ist Zeit bis zum nächsten Sonntag, also eine ganze Woche. Und denken wir nicht auch alle so, dass am Freitag spätestens wir davon überzeugt sind, dass der HSV den VfL Wolfsburg wieder wegfiedeln wird, weil vor dem Schalke-Spiel hat doch jeder Zweite von uns oder jeder gesagt, auf Schalke, da holen wir was. Ganz sicher, so ein wichtiges Spiel, der HSV ist jetzt dran. Völlig aus dem Himmel geholt und,
unbegründet eigentlich, aber alle sind immer restlos Optimisten und vielleicht fruchtet das ja für den nächsten Sonntag nochmal. Also noch ist nichts verloren. Ich will gar nicht von dem großen E-Wort reden, sondern dass man die Saison erfolgreich zu Ende spielt. Und da hoffe ich ganz echt drauf. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Das war Mats Ab Live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Perfekt. Schmeckt auch gut. Unvergleichlich.